So, ich würde sagen, wir schauen mal hier oben jetzt vorbei, denn ich weiß, dadurch, dass ich schon mal aus Versehen reingetappt bin, dass hier ein kleines Video auf uns wartet. Schauen wir mal, worum es geht. Ich habe es immer übersprungen, ich weiß gar nicht, worum es geht. Also was heißt immer, das eine Mal halt. Und dann doch einmal, als ich noch aus Versehen reingelatscht bin. Genau, schauen wir mal, wie es aussieht. Despite what Dr. Aracia says, I cannot dismiss Class Zero's actions. We are in this predicament because of them. And as Class Zero's commanding officer, don't think you're off the hook either. Of course not. I accept full responsibility for their conduct. Although having left the front lines some time ago, I take it one of the four champions of Rubrum can still fight. You will take part in the next mission, and once again bring glory. If you are able to lead our forces to victory, then I will pardon Class Zero for their recent transgressions. You are too kind, Commandant. I will do all in my power to live up to your expectations. What can a walking corpse like him do? Bestimmt mehr als du, der Typ hat's drauf. You know, sometimes you can be quite cruel. We all know that the Ice Reaper is a broken vessel. The best Kurosume can do is pass on his knowledge. Sending him onto the battlefield would merely add to the list of casualties. I'll have him provide support for the Lassie. Besides, I'm more concerned with what happens after the battle. It's about high time that we showed Dr. Aracia her proper place. So you would have Class Zero and Kurosume die in battle just in order to oust Dr. Aracia? The end of Class Zero will be the end of that woman as well. We will surely suffer great casualties in the coming battle. And it is more than likely that we will lose. Then, it would only be prudent to rid ourselves of those who might get in the way. I will not allow that woman to control the consortium after the war. All I ask is that you not involve the Chancellor and I in your schemes. Alter, dieser Typ, der macht einen noch fertig, oder? Ja, klang so, als ob er Kurosame in eine Selbstmordmission schicken will. Nett, total nett. Und eigentlich sollte klar sein, dass wir nicht dran schuld sind. Aber es wird natürlich so instrumentalisiert, wie man es braucht. Denn damit kann man ja intern sich Feinde aus dem Weg schaffen. Und dass der Typ und Dr. Aracia nicht auf derselben Seite stehen, hat man ja schon gemerkt, so ein bisschen, nicht wahr? Die Klasse 0 hat also die rote Finsternis gesichtet. Von allen Augenzeugen wurde sie selten genauer als ein unidentifizierbares Objekt beschrieben. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Ich glaube schon. So, was gibt's bei dir? Hast du VP verdient? Ja, genau, der VP-Shop. Hier wollte ich rein, denn hier sollte es jetzt Regen Life geben. Genau, die wollte ich haben. Wenn wir uns Regen Life anschauen, ein kleines bisschen bessere Angriffskraft, aber vor allem Erfahrungspunkte mal 2. Und meine VP reichen locker aus, um das Ding zu kaufen. Also, her damit! Neue Waffe für 7 und die wird jetzt richtig gut an Erfahrungspunkten sammeln können. So, was haben wir denn sonst hier noch Schönes? Rotes Käppchen, alle Magie plus 18. Klingt schon fett, ne? Aber ist auch schweineteuer, das Ding. Ja stimmt, den Republikhelm habe ich auch Leuten aufgesetzt. Die Sache ist, ich benutze die Magie nicht so oft. Ich gehe meistens über den ordinären Angriff und versuche Verhängnistreffer zu landen. Naja gut, was soll's. Wir gehen mal... Achso, ich kann ja hier direkt ausrüsten, dann mache ich das doch auch mal. So, 7, Regen Life rein. Wir schauen mal kurz der Unterschied. So sind wir bei 151, jetzt 156. Geht also um 5 hoch. Der Angriff nochmal... Viel wichtiger, aber wie gesagt, die Erfahrungspunkte werden verdoppelt und das ist richtig gut.
Okay, was gibt's bei dir für einen Auftrag? Hier konnte ich ja bisher noch nicht reingehen, deswegen habe ich den noch nicht erledigt. Schauen wir mal. Hey, du da aus der Klasse 0. Ich brauche deine Hilfe. Besiege 6 Bomber für die Kommandozentrale. Wir erhielten Berichte über Monster, die in der Yuhanra-Region ihr Unwesen treiben. Vernichte 6 von denen, die wir als Bomber bezeichnen. Nee. Nein, tut mir leid, das ist jetzt zu viel Umstand, nochmal dahin zu reisen. Das will ich jetzt hier in der Aufnahme nicht machen. Das würde einfach zu lange dauern und lohnt sich überhaupt nicht jetzt, finde ich. Nicht wahr? Die Verteidigung des Imperiums scheint unüberwindbar. Keiner unserer Spähtrupps hat es bisher zurückgeschafft. Ich hatte gehofft, wir würden wenigstens ein paar Informationen sammeln können. Nein, sorry. Nope, nope. Wer bist du eigentlich? Die Aufstellung der Truppen ändert sich von einer Minute zur nächsten. Da kommt man doch total durcheinander. Can I help you? Richte Makina aus, dass ich ihn sprechen möchte. Okay, dann sollten wir mal mit Makina bei ihr vorbeischauen. Machen wir gleich. Bei dir sollte es ja nichts geben. Du hast dann bloß wahrscheinlich das Vorspulen. Ich habe natürlich immer an euch geglaubt. Gut, dass ihr zurück seid. Genau, das wollen wir noch nicht machen, die Rückeroberung der Ibon-Region. Soweit sind wir noch nicht. Davor haben wir noch ein bisschen was hier abzugrasen. Ich glaube, den Feldeinsatz werde ich dann doch noch machen, den anderen. So, wir schauen aber erstmal hier drüben, ob es nicht vielleicht noch im Klassenzimmer was gibt. Irgendjemanden, mit dem wir reden können. Hier ist niemand. Oben im Erzkristallium wahrscheinlich auch nicht. Ich schaue trotzdem mal kurz nach. Nope, da ist keiner. So, gehen wir gleich zurück. Magie habe ich schon ein bisschen aufgewertet, immer an den Kristallen mit. Da habe ich jetzt bloß das Problem, dass ich halt an so eine Grenze stoße, weil wir jetzt die nächsthöhere Stufe der Anime brauchen. Ja, allzu voll ist es wie immer nicht. Nein, hat mal wieder seine bequeme Sitzposition eingenommen. Wer bist du denn eigentlich? Ich ersetze fürs erste Aria in ihrer Funktion als Offiziersdienerin eurer Klasse. Aria, sie ist bestimmt noch am Leben. Aber ob es ihr auch gut geht? Sie muss noch am Leben sein, denn wir können uns an sie erinnern. Von daher muss sie eigentlich zwangsweise noch am Leben sein. So, hier haben wir doch was. Sync ist das, Hello. Oder? Natürlich. Scheint so, als würde man uns die Schuld für Ruprums Notlage in die Schuhe schieben. Wie gemein! Fragen wir mal nach. Ursprünglich hat man uns doch als nach Melitis geschickt, um die neuen Magitech-Max zu zerstören. Dann wurde plötzlich der Waffenstillstand ausgerufen und unsere Mission abgebrochen. Kein Wunder, dass Makina sauer ist. Und jetzt beschuldigt man uns auch noch, Attentäter zu sein. So kann man doch nicht mit uns umgehen. Aber Mutter hat mich vorhin getröstet. Jetzt geht es mir besser. Ich bin wirklich wütend wegen der ganzen Geschichte. Aber für Mutter werde ich weiter durchhalten. Ja, das ist eben das. Ihr seid nur ein Bauernopfer. Ihr könnt überhaupt nichts dafür. Aber ihr wurdet halt hingestellt als die Bösen und so ist es dann. What is it? Ich glaube nicht, dass uns irgendwer ernsthaft für die Mörder der Königin hält. Alles nur großes Theater. Ja, wie gesagt, Bauernopfer. Und das wissen wahrscheinlich zumindest die Entscheidungsträger auch. Hey! Genau deshalb war ich der Meinung, dieser Waffenstillstand sei eine dumme Idee. Was haben die da oben sich nur dabei gedacht? Tja. Das werden wir wohl irgendwann noch hoffentlich erfahren. Vielleicht hat der Jack wahrscheinlich nicht eher Trainer Antwort, aber Jack hat bestimmt auch eine Meinung dazu. Ja? Yeah. Der Schuss auf Aria hätte sie eigentlich töten müssen. Da muss sich jemand schnell um medizinische Versorgung gekümmert haben. Hm, eigentlich schon. Die hat's ganz schön zerlegt. Die hat's ganz schön zerbeutelt. How may I enlighten you? Ein Mann hat nun also den konkordischen Thron bestiegen. Ich hatte gleich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Warum sollte Concordia mit seiner langen Zeit bestehen, mit seiner seit langer Zeit bestehenden Tradition, dass nur Frauen die Nachfolge antreten können, so plötzlich brechen? Da hat doch sicher der neue König seine Finger im Spiel. Ja, natürlich! Was denkst du denn? Hey, you eat yet? Was? Komm mir nicht wieder mit der toten Königin, ey! Ich mag nein. Er ist ein übelster Typ, übelster Kunde, aber irgendwie sehr lustig. So, dann wechseln wir mal auf Makina. Schließlich haben wir da noch ein Gespräch zu führen. Dieser Umhang, der macht mich auch fertig bei dem. Und Rem wollte ja auch mal mit Makina sprechen, beziehungsweise auf ihn warten. Wir können ja mal schauen, was sie da sagt. War jetzt nichts, womit man Zeit vertrödeln kann. Kein richtiges Gespräch, aber wer weiß.
Wenn dieser Krieg erst einmal vorbei ist, stehen uns sicher viele glückliche Zeiten bevor. Wir müssen nur noch ein wenig durchhalten. Das war alles? Mehr wolltest du mir nicht erzählen? Everything is shifting. Ach, das ist ja interessant. An dem Brunnen kann man seine Gedanken dann quasi sammeln. Gibt's bei dir noch was? Du hast schon 30 Stunden mit uns verbracht, Kubo. Dafür hast du eine Belohnung verdient. Wie 30? Eine Schleife erhalten. Oh, die muss ich mir mal anschauen. Ich weiß noch, bei Final Fantasy X waren Schleifen unglaublich gute Ausrüstungsgegenstände. Die hätte man niemals einfach so gekriegt. Brandfrost, Schock, Stumm, Gift und Stoppschutz. Das ist nämlich richtig gut eigentlich. Die Sache ist, hier in dem Spiel habe ich bisher noch nicht so das Gefühl gehabt, dass diese Statusveränderungen so wichtig sind. Schleife war auch kein Gegenstand gewesen in Final Fantasy X, sondern ein Ausrüstungsattribut sozusagen, das man auf Gegenstände legen konnte. Und war bei bestimmten Gegnern extrem wichtig, bei den schwarzen Anime, den ganz großen Gegnern. Schwarzen Bestia, Entschuldigung. Und die haben teilweise direkt Tod verursacht mit ihren Angriffen als Zustandsveränderungen. Und Schleife hat eben vor sämtlichen Zustandsveränderungen geschützt. Deswegen war das so ein besonderes Ding gewesen, die Schleife. So, aber wollen wir erstmal schauen, was hier Euf Maki mit uns zu besprechen hat. Komm, Makina. Der Dekan und ich haben etwas Wichtiges mit dir zu besprechen. What do two division heads want with me? You certainly have quite the attitude for someone who has no accomplishments. No accomplishments? I've contributed more to our victories than... No! That is not your only task. We have yet to receive any reports from you regarding Class Zero. Did you not volunteer for this assignment? Oh, about that. I thought this matter only involved the Commandant. So, the entire consortium's against Dr. Horatia now. Is that it? So while soldiers are sacrificing their lives on the field, you sit and conspire against one of your own? Watch your tongue! You wanted this assignment to be given to you instead of Rem Tokimiya, did you not? That's... Let us end this futile bickering, then. Our only wish is to bring to light whatever it is the Doctor is hiding. Hmm. So, tell us about Class Zero. Class Zero trusts the Doctor implicitly. No, it's more than that. They all refer to her as Mother, and love her deeply, as if they were family. Hmm. So the Doctor can make them do whatever she says. I trust that there is more to your report? Class Zero is comprised of highly dedicated cadets who remain emotionally detached when it comes to battle. Even if their comrades are dying, they put the mission first. They think nothing of sacrificing their own. I see. So the good Doctor has created deadly weapons of war. But they did save lives whenever possible. Hmm? Well, I'm not sure what the Doctor's thinking. I don't think she even tells them exactly what she's thinking. What are you talking about? You just informed us a moment ago that the Doctor and Class Zero share a deep emotional bond. Class Zero only fights as they are ordered. And they do it for the Doctor and no one else. Hmm. Perhaps she fears information will be leaked. So, as of yet, you haven't verified any suspicious activities. Is that correct? Yes. Well, it's still too early to draw any conclusions. Continue your surveillance. Yeah, I got it. In so doing, you honor your brother's death. I heard about your brother. Most tragic.
you should fulfill your duties on this mission for your brother's sake. Wouldn't you agree? Yes. In the future, try to be a little more timely with your reports. I understand how difficult it must be for you to investigate those with whom you work, but I am afraid this is necessary. I don't mind. The members of Class Zero aren't exactly my friends. Excellent. Still, it must be taxing to keep your cover, operating alone amongst such well-trained cadets. Shall we have Rem assist you in your continued surveillance of Class Zero? There's no need for that. I mean, no. I'll be fine. There's no need to involve her. Very well. Just don't forget to keep us updated. Yeah, I got it. We'll wait and see what happens. Although we're investigating the doctor, we want to believe in her as much as everyone else. You may go. It was quite fortunate for us that Izana Kunigiri had a younger brother. So long as his brother's death is with him, he won't develop camaraderie with Class Zero. He's a perfect agent. I am an Agito cadet. I am Izana's brother, a member of Class Zero. Rem's childhood friend. I'm... Was für manipulative Arschlöcher das sind. Das ist echt der Hammer. Aber Makina steigt auch voll drauf ein, ne? Ich glaube aber, er beteuert ja eigentlich, dass er keine Freunde in der Klasse 0 hat. Und dass ihm das überhaupt nichts ausmacht. Ich glaube aber nicht, dass das so ist. Ganz ehrlich, ich denke, er hadert da schon ein bisschen mit dem, was er tut. Also das ist, glaube ich, auch nicht ohne für ihn. Jetzt will ich nochmal kurz mit Aid reden, weil der hier noch rumsteht. Was gibt's denn bei dir? This isn't the time to chat. Keine Sekunde nach dem Tod der Königin ändert Concordia seine Diplomatie. Langsam verstehe ich. Was? Dass das ein Komplott ist? Ja, ach. Große Überraschung. So, schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Eigentlich können wir ja gleich mit Makina weitergehen. Weiter rumreisen, meine ich. Ist ja eigentlich jetzt für das Herumlaufen in der Akademie egal, wen wir da haben. So, können wir irgendwas mit Dr. Elraysia besprechen? Sieht nicht danach aus. Du hast bewiesen, was du kannst. Ach ja, sie hatte eine Mission, glaube ich. Mal wieder so eine einfache... Ich glaube, dass wir eine bestimmte Anzahl an Gegnern mit Eisbomben töten müssen oder irgendwie sowas. Also nichts Besonderes. What's the matter? Solange das Imperium über Kristallmanipulatoren verfügt, kann man auf uns nicht verzichten. Das ist richtig und das ist auch gut so, glaube ich. Gut, ansonsten gibt es an der Magiefakultät mal wieder nichts zu erledigen. Schauen wir doch einfach mal weiter. So, im Rüstungslabor. Da gab es doch, glaube ich, jemanden, oder? Mit dem wir reden können? Hatte ich da keinen gesehen? Oder war das einfach in einer anderen Pause gewesen? Scheint in einer anderen Pause gewesen zu sein. Was wir aber nochmal tun könnten, wäre, nochmal kurz zu schauen mit den Waffen. Denn ich glaube, ich habe noch nicht für alle die neuen Waffen gekauft. Ausgerüstet 0, genau. Den Zentaurenbogen können wir kaufen für Trey. Und den Glorienkarabiner für Cater. Ich habe nämlich für alle der für alle von den ersten 6 freigeschaltet, was wir für Waffen haben. Hier die Waffen mit 200 Schicksalstreffern. Nein, Verhängnistreffern heißen sie. Das heißt, da sind wir ganz gut ausgestattet. Dass zumindest die richtig gut reinhauen mit ihren Angriffen. Genau, und hier unten ist dann auch nichts von Interesse mehr. So, da rüsten wir die Waffen noch kurz aus. Wer war es jetzt? Trey und Cater, ne? Genau. Für die zwei hatte ich es nämlich noch nicht freigeschaltet. Da musste ich noch ein bisschen dran arbeiten, dass ich da auch auf 200 Verhängnistreffer komme. Jetzt aber haben die auch eine richtig gute Angriffskraft, die beiden Fernkämpfer hier. 131, wow.
Kann es sein, dass die mehr hat als 7? Ah ne, 156 hatte die, genau. 140, 152, 142, 143, 131. Na, das sieht doch gut aus. Ich denke, das kann sich sehen lassen. So, mit den anderen Ace habe ich halt auch ein bisschen trainiert. Ich weiß nicht, ob das vorhin aufgefallen ist. Ace und Ram habe ich auch ein bisschen trainiert. Mag ihn dann nicht, weil ich ihn nicht mag so wirklich. Ace vor allem, weil er eben doch so ein Hauptcharakter so ein bisschen ist. Deswegen war er mit dran. Aber bei keinem von denen habe ich bisher die 200 Verhängnistreffer geschafft. Also da ist noch keine besondere Waffe im Umlauf für die. Von daher, lass uns mal weiterziehen. Jetzt sind wir auf jeden Fall angriffstechnisch richtig fett ausgestattet.